Das Benefizkonzert zugunsten der Betroffenen des Ukraine-Krieges aus der Stadthalle Krone wird Ihnen präsentiert von der Bautzner Wohnungsbaugesellschaft. Gdzie te kwitki są prajdzie? Gdzie są one wostałe? Gdzie te kwitki są prajdzie? Co z nimi jest? Gdzie te kwitki są prajdzie? Holcy ze szczipachuje. Gdy świt to zrozumi, gdy świt to zrozumi. Gdzie te holcy są prajdzie? Gdzie są one wostałe? Gdzie te holcy są prajdzie? Co z nimi jest? Gdzie te holcy są prajdzie? Mużo ją si zachuje. Gdy świt to zrozumi, gdy świt to zrozumi. Gesù mujo io praimi, Gesù voni vostali, Gesù mujo io praimi, dokal sushli. Gesù mujo io praimi, na vojnu suchaneli. De svito zrozumi, de svito zrozumi. Gesù vojace praimi. Gdzie są oni wostali, gdzie są wojacy prajmi, do kalsu szli. Gdzie są wojacy prajmi, wite nad ich wołami, gdy świto zrozumi, gdy świto zrozumi. Gdzie są one wostałe, gdzie te rowy są prajdzie, co z nimi jest? Gdzie te rowy są prajdzie, kwitki, kto tam nalitnie, gdy świt to zrozumi, gdy świt to zrozumi. Gdzie te kwitki są prajdzie, gdzie są one wostałe, gdzie te kwitki są prajdzie, co z nimi jest? Gdzie te kwitki są prajdzie, holcy ze szczipachuje. Gdy świt to zrozumi, gdy świt to zrozumi. Herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Festsaal Krone in Bautzen und auch Ihnen zu Hause ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie jetzt mit uns per Oberlausitz TV verbunden sind. Proszę dolce mi sorgenzmischi Programm, we wobi mai ricco mai kotrisch stenam znati przewodzam szako, mamy dżęca tuszto hosti, kotrymsz serbszczina, nie maczaszczina. Wulki Jack vam najprede raz schietgim gotzische tu dženca večo do budešina prijeli, a so nam dovoliče vosebje huboko dež do vaših mušničko poladač. Ein herzliches Dankeschön für all die Spenden vorab, die schon eingegangen sind. Und wenn Sie zu Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch gern spenden möchten, dann werden wir im Laufe des heutigen Abends auch regelmäßig die Spendennummer einblenden. Ihre Spenden kommen den Menschen in der Kriegsregion in der Ukraine zugute. Ayasem Silvester, ich bin mir sicher, dass der heutige Abend sehr erfolgreich wird. Thank you.
möchte Sie jetzt herzlich einladen zu einer musikalischen Mischung, und ich habe sie so formuliert: aus volkstümlicher und Popmusik. Što može taki špagat tu na jevišću vezo zamoc, a spelnić to je skupina Kontakt. Žice ruđo zbožo honja, taj honja zbožo na zimi. Kvatku ča svoj rozbroja veseli. Mišto tuči ruđo smeja, gdje špraju im to je. Potom jako sonjaka stijak ta. Słońca świć, świć mi. Słońca świć, świć mi. Daj ty da. Zo sonju zbožonjem, bo mir je si čas svoj broju vesibi. Zbožonaj dušuđe, gdyż jenoj svučo bu. Gledam na svobu, Božu tu. Svonca svič, svič mi. Svonca svič. Daj ti dalje svitvo asti. Svonca svič, svič mi. Svonca svič, svič. Gut dran, Jacques. Jacques, to bist Kontakt. Мир покой, мир твоя свобода.
drobne vitajte na druhý benefitného koncerta, na ktorom smím vám nitko korovú hudbu připovedzieť. Wenn ich Sie jetzt nach bekannten Oberlausitzer Laienchören frage, da kommt Ihnen wie auch mir beispielsweise der Chor des Wittichnauer Kirchspiels in den Sinn, Bratwurst, wo heißt er, oder der Chor des Ralbitzer Kirchspiels Lilia oder auch aus Krostwitz, Chor Budeschin, Jesnate Geistisch Chor Mea. 1907 wurde der Chor Lipa gegründet in Panschwitz-Kukau. Avuns viazuje, no hai poprawom jacehač ciceči spivako a spivako, tak nekak přes palc dženca kohorstvedla, šice na jevišču nesu a ze znatých příčinou zajšvých měsaců a samotýž lid je tež vám jasné, zo nemožachu spivaky a spivarjo ve zvučenem vašňu zromadně tak zvučovač, kaž bychu to rade chceli. Nedívajte toho, dženca rade za vás spivaja, vo sebě vězo rade tvorbe kola Augusta Kocera, Bjarnata Krauca abo tež Jana Bulanka pod navodom Jadvigi Kaulfürstovie. Dženca svišiče dalše tvorbe, kaž například Kovády z Vůžica, Aka Semi Krásna, abo Přečestvo. Chor Lipa. Ja, Sie wollten wissen, was die Stiftung macht. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, genau. Damit ich auch den Überblick nicht verliere. Was wird mit dem Geld gemacht? Wohin geht's? Geht's direkt an die Flüchtlinge? Wird vielleicht Essen, genau. Trinken organisiert? Genau. Welche Hilfstransporte sind nötig? Bitte alles beantworten. Ja, die Stiftung hat ihre alltägliche Arbeit als Familienstiftung, die will ich jetzt nicht näher kennzeichnen. Jetzt ist vor allem dran, dass man sich hauptsächlich um die Flüchtlinge am Bahnhof, um den Bahnhof kümmert. Mhm. Lemberg ist ein Nadelöhr. In Wiff kommt vieles an, viele Menschen, und die wollen dann weiter oder auch in Lemberg und Region bleiben. Mhm. Und da muss sich gekümmert werden. Die brauchen Essen und Trinken. Die Züge reichen nicht. Zum Beispiel hat mir heute Ihor Matuszewski gesagt, die haben 4.000
Menschen Busse organisiert, um sie an die Grenze zu bringen. Und dort gehen sie über die Grenze und werden von Bussen diese Menschen konkret aus der Schweiz abgeholt und in die Schweiz gebracht. Das ist zum Beispiel gestern oder heute passiert. Neben dieser Aktion auf dem Bahnhof, die sie jetzt bindet, ist es so, dass wie schon beim Maidan vor 8 Jahren in Lemberg gesammelt wird für die Menschen in Kiew und für die Menschen in der Ostukraine. Und da gehen permanent Transporte hin, dafür ist das Geld auch da. Da gehen Nahrungsmittel hin, bis zum Wasser wird da alles hingeschafft, auch Kleidungsstücke und so weiter. Wissen die Kollegen, dass wir heute hier zusammen sind? Genau, deshalb habe ich am Anfang die Grüße bestellt. Ich habe das ausdrücklich dort mitgeteilt und jetzt schon einige Fotos mit meinem Handy geschossen, die schon längst in der Ukraine sind. Und ich darf noch mal sagen, Sie sind ganz froh, dass Sie aus Bautzen und konkret heute über das Benefizkonzert auf so viel Unterstützung hoffen dürfen, die eins zu eins den Menschen zugutekommen, die Gelder, die das brauchen. Wir haben erst gerade mit Herrn Kosel schon darüber sprechen können, das macht schon was, wenn der Saal voll ist. Ja, ne? Das ist ganz große Klasse. Ich danke Ihnen alle. Tschakuju. Besten Dank, Dr. Peter Paul Straube. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle muss man erstmal durchatmen und auch erstmal alles nochmal auffassen und verstehen, was Herr Straube gerade uns erzählt hat. Analipedjetantisch spomozu hudbe, gotra schnitko zaklinčituta hudba je markantna, nic šedna, gotruš pšetsta je nam dženca hudbnik Paul Geiger zela. Добрый вечер. Schön mal was anderes zu machen, als was Sinnvolleres vielleicht, als voll Schrecken auf den Bildschirm zu starren. Lecker. Dies ist ein Dünner und das ist ein Dicker und der ist aus Eisen und jener aus Glas. Man wirft sie hin und her zum Spaß. Man wirft sie gegen die Wand. Die runden Köpfe fallen in den Sand. Das kostet nicht viel, ist nur ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel beliebt in jedem Land. Das ist auch der Menschen los auf Erden. Wir sehen nicht, wohin wir gestoßen werden. Man wirft uns rücksichtslos ins Spiel. Wir kullern daneben.
und nur selten ins Ziel. Und wenn wir mal in den Pott reinrollen, wir fallen doch so, wie es die Herren wollen. Wir sind ja nur Murmeln, wir sind ja nur Klicker. Ob du ein Dünner bist oder ein Dicker, ob du aus Eisen bist oder aus Glas, man wirft uns hin und her. Zum Spaß, man wirft uns gegen die Wand. Die runden Köpfe fallen in den Sand. Das kostet nicht viel, ist nur ein Kinderspiel beliebt in jedem Land. Und so wird's eines Tages noch passieren, da wird man uns wieder kommandieren. Für irgendeinen großen Zweck fallen wir wieder mitten rein in den Dreck. Und sie schreien Hurra und versprechen den Sieg und wir packen ein und ziehen den Krieg. Wir sind ja nur Murmeln. Wir sind ja nur Klicker, ob du ein Dünner bist oder ein Dicker, ob du aus Eisen bist oder aus Glas, man wirft uns hin und her. Zum Spaß, man wirft uns gegen die Wand. Die runden Köpfe fallen in den Sand. Das kostet nicht viel, ist nur ein Kinderspiel. Das kostet nicht viel, das kostet nicht viel. Nur die Toten in jedem Land. Nur die Toten. Nur die Toten. Giacoyu, ich bin so eher so Randsorbe, deshalb rede ich auf Deutsch. Und das war ein Text von Max Ophüls aus den 20er Jahren unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Als Randsorbe spiele ich jetzt mal ein Lied, was nichts damit zu tun hat und nur sehr indirekt ein gewissermaßen randsorbisches Lied von Berlins Garderobe. Sem ja Serb, sem ja Niems, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Sem ja Niems, sem ja Serb, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Sem ja Niems, sem ja Serb, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Sem ja Serb, sem ja Niems, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem, ja Niewem. Und vielleicht ist es auch scheißegal. Wir waren ja irgendwann mit Russland und der Ukraine gemeinsam auf der gleichen Seite des einen eisernen Vorhangs. Die Älteren erinnern sich. Für mich sind das Kindheitserinnerungen. Und der Zeitstrahl ist zerbrochen. Musik.
Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl ist einfach kaputt. Vom Zeitstrahl ist nichts mehr übrig. Der Zeitstrahl ist einfach nur Schutt. Es sollte doch irgendwann Kommunismus geben, wo alle in Glück und Freiheit leben und arbeiten nach Bedürfnis und Fähigkeit in der guten, in der neuen Zeit. Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl ging einfach zurück. Er blieb stecken in der Gegenwart. Doch wo ist das Versprechen auf Glück? Nach der Urgesellschaft die Sklaverei. Wir waren alle so froh, das ist lange vorbei. Dann durch den Feudalismus und Kapitalismus, den Sozialismus zum Kommunismus. Morgens fischen und abends Bücher lesen, ach, es wäre doch alles so schön gewesen. Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl wird so schnell verdrängt. Die Schule ist noch eine Weile Erich Weinert. Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. Meine Lieder sind ja recht kurz, deshalb mache ich noch einen letzten. Ich hoffe, das ist gut von der Zeit. Ich bin gestern mit zwei Freunden mit Kamera und Aufnahmegerät vor die russische Botschaft gelaufen. Wir haben da ein Lied aufgenommen und das russisch untertitelt. Und das spiele ich jetzt hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Land solidarisch sein kann, aber ich muss, wir müssen solidarisch mit den Menschen sein und vor allem auch mit der Antikriegsbewegung in Russland, das ist sehr wichtig. Wenn diese Scheiße jemand beenden kann, dann wahrscheinlich die. Der Graben von Kurt Tucholsky von 1928. In Solidarität mit der russischen Antikriegsbewegung, die eingesperrt wird, mundtot gemacht wird, und wo niemand weiß, wie lange die Leute auch im Gefängnis landen und wo Leute trotzdem auf die Straße gehen. Wenn es irgendwelche Helden in diesem Krieg gibt, dann vielleicht genau die. Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir an deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt? Bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben, für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an deinen Vater denken? Vater nahm dich oft in seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen standen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, rot heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe. In dem einen großen Massengrabe. In dem einen großen Massengrabe.
Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben. Werft die Fahnen fort, die Militärkapellen spielen auf zu eurem Todestanz. Seid ihr hin, ein Kranz von Immortellen, das ist dann der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben. Giacomo. Paul Geigerzähler, Utrobny Jack. Utrobny Jack. Ja, so was prasham gelko faka zuch woblichos m videli wie mine nicht njachdis m se saswitschili televisor a. Mir als Mutter zerreißt es immer das Herz, wenn ich hilflose Kinder sehe, wenn ich weiß, dass die Kinder nicht wissen, was mit ihnen geschieht und sie verstehen einfach die Situation nicht. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir heute zusammen sind, dass wir Jens hat du, Sromadnia, also mit Pommame, ein herzliches Dankeschön auch Ihnen zu Hause, dass Sie weiter spenden. Die Spendenkontonummer wird für Sie jetzt nochmal eingeblendet. Wir machen nicht nur, was sie bitte hoscha, du Polanas Najewischu. Es wird ein besonderer Gast jetzt für Sie aufspielen. Sie heißt Alexandra Dratsch und ist erst wenige Tage hier bei uns in der Stadt. Sie konnte diesem Kriegsdrama entfliehen. 4 Tage war sie alleine unterwegs. Sie ist 16 Jahre und hat sich dann auf den Weg gemacht, zu wissen, dass sie ihre Mutter, den Bruder und auch die Schwester da lassen muss in diesen Kriegswirren. Ohne Worte, weil es einfach die Seele noch nicht zulässt, aber mit Musik möchte sie sie heute erfreuen. Witajcie tuż mit einem herzlichen Applaus. Alexandra Dratsch.
Oleksandra Drac, Wutrowny Jack. Thank you.
Bevor wir gleich gemeinsam das große Finale einläuten, heute hier in Bautzen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sator sosce dubili gentas hostcom a sosce beneficne concert dac vubirne botbirali. Auch Ihnen zu Hause über Oberlausitz TV ein herzliches Dankeschön, dass wir heute Abend miteinander verbunden waren. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft. Sie hat uns diesen Festsaal heute für diesen Abend zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön auch an Oberlausitz TV, an die Kollegen der Srpske Novine und auch der Kollegen und die Kolleginnen von MDR Srpski Rozhlas. Und ganz besonders freut mich, dass ich gerade eine SMS lesen durfte, denn die Mitarbeiter des St. Wolodymyr Fonds können uns heute sehen in Lviv und sie verfolgen das heutige Programm per Livestream. Ich winke ganz herzlich zu und Sie bekommen hier vom Publikum noch einen herzlichen Applaus. Ще войне на свече.
rozumieć ja powy osoby. Bo przyzda sobie coś o jedne. Człowiecze ty tam nie żywi mnie. Z nami człowiek drugą chustą nie widzi, skrabi łuku rano od ucia, błyska świta siedny chodnia. Co żyję ja, gdzie ta swoboda, pójdzie je wona postawa, gdzie ta swoboda, za niej co żyję ja. Co człowiek mówi za może, za służba to cię daje, utwo baszym sam zna ukota. Rozumieć i rozży człowieka. Gdzie ta swoboda, przyjdzie ona postawa, gdzie ta swoboda, za niej co żyję ja, gdzie ta swoboda, przyjdzie ona postawa, gdzie ta swoboda, za niej co żyję ja. Utro baszim sam sna pukota. Rozumieć i rozżyć człowieka. Utromny Jack. Das Benefizkonzert zugunsten der Betroffenen des Ukraine-Krieges aus der Stadthalle Krone wird Ihnen präsentiert von der Bautzner Wohnungsbaugesellschaft.